wurde vorbereitet. Du findest deine bestellten Produkte außerhalb des Ladens im Ladebereich. Dieser Bereich hat eine begrenzte Fläche, weswegen du vor einer größeren Bestellung sicher gehen solltest, dass er frei ist. Okay. So. Da habe ich natürlich den Jeep draußen geparkt. Dachte jetzt nicht, dass ich gleich einkaufe. Dann fahren wir halt mal rein, ne? Die ganzen Sachen auf die Parzelle bringen, aufbauen und dann können wir mit dem Schürfen von Gold anfangen. Und unser Imperium erweitern. Was sonst? Ich hoffe, da muss ich ja gar keinen Kredit aufnehmen. Ich hoffe allerdings, dass ich jetzt hier das Richtige gekauft habe. Wenn nicht, dann erschieß mich bitte. Moment mal. Da fehlt doch was. Nein. Moment. Das ist das, das mit dem Eimer funktioniert. Ach nee. Okay, Freunde, ich habe da jetzt, glaube ich, was falsch gemacht. Hallo? Hm. Ja gut. Fehler sind da, um sie zu machen. Ne? Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Pack das jetzt mal alles ein hier. Und dann gehen wir halt doch noch auf die Bank und holen da den Kredit, damit ich da den anderen Schmarrn noch kaufen kann. Was ist jetzt da auf jeden Fall schief gegangen? Diesel, also Diesel, Piesel. Sind auch noch tanken. Scheiß teuer das Teil. So. Ja, erstmal zur Bank. Erstmal zur Bank. Die ist ja hier drüben gleich. Haben wir gleich. Ja, wir müssen noch tanken, deswegen. Es ist ganz sinnvoll, wenn wir den jetzt einfach aufnehmen, den Kredit. Ja, hier steht das übrigens noch, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Provision bei Pacht 30%. Also 30% von allem, was wir einnehmen, müssen wir abgeben. Ja. Gibt es noch andere Parzellen? Kosten dann, um sie pachten zu können. Und ja, kaufen. Ja. Aber die haben auch 35%, hier 40%. 500.000 musst du da zahlen, 40%. 800.000 musst du zahlen, 45%. Natürlich kriegst du eine höhere Goldmenge raus, aber. Ja, am Anfang hast du eh keine andere Wahl. So. Zurück zum Thema. Wir nehmen mal 1000 Dollar und zahlen die auf dreimal ab. Dürfte gehen. Oder wir nehmen 2000, zahlen die auf 6 Mal. Dann haben wir einen ähnlichen Betrag. 9 Mal? 6 Mal? 6 Tage? Ah, schnappig, 500. Ah, machen wir mal.
Mal 400 am Tag und 9 Tage. Kreditaufnahme. Man kann den ja auch jederzeit zurückzahlen, ne? Deswegen nehme ich jetzt auch die größere Menge. Wir haben jetzt 10 Tage bis zum Sommer. Und in der Zeit schürfen wir halt da so lustig vor uns hin. Ne? Hat das eine zwar mit dem anderen nichts zu tun, aber ich habe es jetzt mal erwähnt. Das ist schon mal gut. Fahren wir noch tanken. Einem Holzpfosten überfahren. Der Sound, der ist überall. Ich würde gerne tanken. Ach hier. Sehr nett, danke. Na, voll den Karrer. Voll das Teil. 12 Dollar. Und wo ist unser Diesel-Piesel-Tank? Der ist hier. Danke fürs Gespräch. Also dich erstmal dahin, du dahin. Geil. Dich machen wir auch noch voll. 40 Dollar. So, da sieht nämlich unser Geld schon dahin. Ja. 150 Dollar vertankt. Einfach so. Gar kein Problem. Dich legen wir wieder ein bisschen rein, dass du nicht runterfällst. Motor an, Handbremse los und los geht's. Fahren wir nochmal so einen Pfosten. Das gibt uns ein tolles Geräusch. Ne, schade. Jetzt fahren wir zurück in den Baumarkt. Baumarkt, ja, Baumarkt. Und so. Mal schauen, ohne Spiegel kann man natürlich so toll einparken. Stopp. Oder aus, aussteigen, danke. Oh, gar nicht schlecht eingeparkt, geht ja. Jetzt habe ich gekauft das, wo an der Seite 2 drauf steht. Waschrinne. Diese. Ich brauche. Ah ne, das passt ja. Wir brauchen die Erweiterung gar nicht. Aber jetzt haben wir die Kohle, jetzt können wir sie ja trotzdem kaufen. Ne? Aber das Teil habe ich jetzt nicht gekauft. Ah, mal zurück. Mal schauen, was hier drin ist. Was ist hier noch drin? Ist nur diese aus. Hä? Ich habe das doch vorhin eingestellt, dass es gekauft wird. Liegt es vielleicht hier noch irgendwo rum? Na gut. Dann den handbetriebenen Hammer, den nehmen wir noch mit. Von denen nehmen wir noch 2 mit. Und einmal habe ich, glaube ich, vorhin auch abgewählt. Einmal kann man nie genug haben. Nehmen wir auch noch 2 mit. Und wenn wir schon dabei sind, was kostet das Teil? 800. Magnetit braucht man für den Schmied, um den zu erweitern. Und was kostet das? 4000. Braucht wiederum Strom, ne? Und der kostet 310. Ist ja gar nicht so teuer. Sollen wir erstmal loslegen? Komm, wir machen erstmal, bauen das erstmal auf und dann schauen wir weiter. Halt, ich muss noch zahlen. Zahlen muss man das ja auch noch. Bestellung, jawohl. 317 Dollar weg, siehst du? Schon wieder Kohle flöten gegangen. Man wird schon nicht rausfallen, ne? Ich hab da mal einen Glauben dran. Einmal, zack. So. Und
Dann würde ich sagen, fahre ich den Gruscht mal auf unsere Parzelle und wir sehen uns dann gleich wieder.